Hallo, da ist der Thomas und ich zeige euch heute ein ganz, ganz tolles Gerät, eigentlich fast mein Lieblingsgerät. Das ist der Juicepresso, ein ganz, ganz toller Entsafter, ein Slow Juicer, der also das Pressgut sehr, sehr langsam entsaftet bei unter 80 Umdrehungen. Da muss man erstmal lange suchen, um entsprechende Geräte zu finden und dann auch noch zu diesem Preis. Also ein ganz, ganz tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und ich habe lange recherchiert, ich war auch jetzt erst ganz frisch auf einer Messe und habe mir Wettbewerber, Mitwettbewerber angeschaut, die wirklich kaum Vorteile bieten und trotzdem oft um einiges teurer sind und dann nicht diesen Vorteil bieten, den ich jetzt gleich zeige. Ich erkläre noch mal kurz das Grundprinzip, und zwar ist das das Gerät, das wirklich sehr viel sehr wenig Platz verbraucht. Ist eben also ein Vertikalentsafter, das heißt, das Pressgut wird oben reingegeben und geht dann durch eine Walze nach unten, wird durch die Walze entsprechend gepresst. Der Trester, der Trockenrückstand kommt hier raus und hier kommt der Saft raus. Und das ist richtig toll, mit dieser Schnecke wird das Pressgut wirklich quasi von selbst mit eingezogen. Hier habe ich zwar so einen Stößel, um nachzuhelfen, aber den verwende ich quasi gar nicht. Brauche ich wirklich äußerst selten. Das Gerät ist sehr leistungsstark, einen sehr starken Motor. Ist es außerdem auch ein Rückwärtsgang dabei, falls doch mal was stocken sollte. Das ist mir mal passiert, als ich ihm zu viel gefrorene Bananen zugemutet habe. Ich kann nämlich nicht nur Saft damit machen, sondern ich kann auch eine Nussmilch damit machen, indem ich einfach eingeweichte Nüsse reintue und abwechselnd gutes Wasser dazugebe. Und dann kommt eine Nussmilch raus und hier habe ich einen Trester und mit dem Trester kann ich wieder am Dörrgerät Cracker oder süße Kekse oder dergleichen machen. Also einfach perfekt. Jetzt kommt der große Vorteil von dem hier, dass ich das unglaublich schnell auseinandergebaut und gereinigt habe. Es gibt nämlich diese horizontalen Safter. Ich habe früher eine Champion-Saftpresse im Bioladen gehabt. Die ist einfach super. Richtig, richtig gut. Tolle Saftausbeute, auch gut für Gräser und und. Wer sie aber mal gereinigt hat, weiß, das ist anstrengend. Das dauert länger als 5 Minuten und deswegen steht dann so ein Gerät im Zweifelsfall auch zu Hause und wird nicht verwendet. Und das Ding hier, ich brauche damit keine 2 Minuten und das Ding ist sauber. Und deswegen habe ich schon an einem Abend mit Vorführung einen Saft gemacht, danach eine Haselnussmilch und danach ein Sorbet, in dem ich einfach gefrorene, leicht angetaute Bananenstücke reingetan habe und dann kam hier ein Sorbet raus. Hier, genau. Funktioniert fast besser mit dem Mixer, trotzdem die Möglichkeit besteht, zum Beispiel mit gefrorenen Beeren. Es staut sich ein bisschen dann auf, aber man lässt es einfach ein bisschen dann erwärmen und dann passt das wieder. Muss man ausprobieren, funktioniert. Man lernt mit dem Gerät sehr, sehr schnell, sehr gut umzugehen. Äpfel und Möhren sind bei mir ein Klassiker. Das ist relativ günstig im Bioladen zu haben oder auch selber zu sammeln. Mundraub.org empfehle ich oder dergleichen. Und ein Apfel-Möhrensaft bietet viele gesundheitliche Vorteile, was Barati auch mal beim Rohkosttreffen sehr gut erläutert hat. Und das macht mit dem richtig Spaß, weil es sehr schnell geht und sich dann sehr leicht reinigen lässt. Wenn man faserige Geschichten nimmt, wie Staudensellerie oder Fenchel, dann empfehle ich einfach auch ein paar kleinere Stückchen zu schneiden und nicht wirklich dann so eine ganze lange Stange Staudensellerie zum Beispiel reinzutun. Die Fasern sind wirklich sehr, sehr lang und da hat jeder Entsafter Probleme und das kann man einfach verhindern, indem man sich die kleine Mühe macht, ein paar Stückchen zu schneiden. Das ist wirklich sehr überschaubar. Und dann funktioniert es auch gut mit Gräsern, Blattgemüse und solchen faserigen Gemüsesorten. So, jetzt eben das Highlight. Das sind zwei sehr große Behälter. Das Highlight ist, dass das Ding eben sehr schnell auseinanderzubauen ist und sehr einfach zu reinigen ist. Ich nehme einfach hier, zack. Naja, ich kann eigentlich schon den ganzen Teil, den oberen Teil wegnehmen. Dann habe ich hier unten nur noch den Motorblock und hier ist die Walze, die Schnecke drin. Ich kann auch hier den oberen Teil einfach erstmal abnehmen und unter fließendem Wasser, vielleicht mit Hilfe noch von der Spülbürste, etwas reinigen. Übrigens sehr praktisch, dass hier die Farbe schwarz gewählt ist. Fällt mir jetzt gerade auf, weil dann fällt das mit dem Möhrenorange nicht so ganz auf. Weil man kann es nicht verhindern. Wenn man so wie ich sehr oft Karotten presst, dann setzt sich natürlich irgendwann die Farbe bei einem weißen
bei weißem Material, bei weißem Kunststoff ein bisschen ab. Mich stört das überhaupt nicht, aber fällt mir jetzt gerade auf. So, jetzt verrate ich, ich habe den Vorgänger. Der Vorgänger ist etwas breiter, nimmt einfach also ein bisschen mehr Platz weg. Ich bin trotzdem sehr, sehr zufrieden mit dem Vorgänger. Das hier ist aber eine Weiterentwicklung. Und zwar hat der Vorgänger eigentlich quasi dasselbe Prinzip, aber in diesem Behälter, wo dann Reste an Saft rauskommen, wo dann alles drin passiert, da ist diese ganz wichtige Schnecke, die dann praktisch das Pressgut zerkleinert, gegen ein Sieb presst. Aus dem Sieb kommt dann der Saft wird hier rausgeführt und der Trester daraus. Und das Teil hier, das ist 3 in 1, das ist nämlich beim Vorgänger sind das 3 Teile. Das heißt, ich habe hier nur ein Teil zu reinigen im Vergleich zu 3 Teilen beim Vorgänger. Und das geht alles sehr, sehr schnell. Ich nehme das raus und da fließendes Wasser, vielleicht noch ein bisschen die Spülbürste. Es wird auch eine Bürste mitgeliefert, diese hier, die auch ganz praktisch ist, weil sie noch am Ende. Ich nehme da aber auch mal einen Löffelstiel oder so. Also das geht auch ohne diese Bürste, aber trotzdem ist praktisch. Wenn hier mal ein bisschen was verstopft oder so, hier ist auch so ein Nippel dran, versteht man alles ganz einfach, wenn man die Bedienungsanleitung gelesen hat. Dann kann man hier eben auch mal damit reingehen beim Reinigen. Auf keinen Fall im Betrieb, weil der Motor ist ziemlich stark und da kann man sich verletzen. So, zack, unter fließendem Wasser, vielleicht ein bisschen eine Spülbürste und ich brauche keine 2 Minuten, um das Ding zu reinigen. Dann macht es auch Spaß und dann kommt der Effekt, dass man wirklich sagt, hey, ich habe das Ding eh hier stehen, nimmt in der Küche nicht viel Platz weg, sieht schön aus, ich habe Bock auf den Saft, schnell mal ein paar Äpfel und Möhren etwas klein geschnitten, die Möhren schneide ich teilweise gar nicht klein, die kann ich wirklich oben einfach reingeben, die werden automatisch von der Schnecke eingezogen und gepresst und ratzfatz habe ich einen Apfel-Möhrensaft, tu rein, was ich gerade Bock habe, ich mache auch ganz gerne noch frische Kurkuma-Wurzeln oder Ingwer mit rein. Und starte morgens damit zum Frühstück, statt einem Smoothie ab und zu, kurmäßig, wenn ich mal eine Woche Saftfasten machen möchte oder dergleichen. Für Kinder, Orangensaft kann ich nicht so empfehlen, weil die Kerne, die werden ja auch gepresst und dann entstehen Bitterstoffe. Insofern ist, ist das nicht so ideal geeignet. Geht aber auch, probiert es einfach aus. Nutzt das Ding, das ist ziemlich stark. Ist darauf ausgelegt, wirklich auch ein bisschen länger zu arbeiten. Ich habe das noch nie wirklich geschrottet. Also ich habe den schon länger als eine halbe Stunde am Stück laufen lassen und der hat nicht gemuckt. Richtig, richtig, richtig gutes Ding. Ich kann das sehr empfehlen. Also ich benutze das regelmäßig, eben allein schon aufgrund der schnellen und einfachen Reinigung. Und sieht wirklich schnittig aus. Super Preis-Leistungs-Verhältnis. Also absolute Empfehlung.